Ja, und die Bütchenbesitzer in Aachen, die sind auch sauer. Bisher durften sie nämlich, wie Tankstellen und Bahnhofsgeschäfte auch, sonntags Lebensmittel verkaufen. Das ist ein lukratives Geschäft, denn nicht wenige Kunden greifen ja ganz gerne auf diesen Service zurück. Doch jetzt soll damit Schluss sein, denn laut zuständiger Behörde sind die kleinen Buden eher als normales Lebensmittelgeschäft zu sehen und müssen deshalb sonntags geschlossen bleiben. Erdal Kantschak arbeitet viel in seinem Kiosk in der Aachener Innenstadt. Von morgens früh bis in die Nacht gibt es hier Getränke, Süßigkeiten, Zigaretten und auch ein paar Lebensmittel für den Notfall. Bisher auch am Sonntag eigentlich ganz normal. Damit aber ist jetzt Schluss. Laut der Stadt Aachen muss Erdal seinen kleinen Laden samstags um 22 Uhr schließen und darf erst Montag wieder öffnen. Für ihn existenzgefährdend. Wenn ich meinen Kiosk jetzt kommenden Sonntag jetzt zuschließen muss, es geht ja nicht nur um Sonntag, es geht auch um den Feiertag auch. Dann ist es 78 Tage im Jahr zu und damit kann ich nicht leben. Das ist mein Existenz vorbei. Und ich bin 45 Jahre alt, wo soll ich eine Arbeit finden? Detlef Röhlke leitet das Ordnungsamt der Stadt Aachen. Für ihn sind diese kleinen Geschäfte in der Innenstadt eben keine Kioske, sondern normale Lebensmittelläden. Das sind normale Einzelhandelsgeschäfte und der Schuhmacherbetrieb oder das Schuhgeschäft, der Juwelier, die Metzgerei, die würden ja auch gerne manchmal diese Zeiten nutzen. Aber das ist in Nordrhein-Westfalen halt seit Ende 2013 etwas stärker reglementiert worden. Mehr als 200 solcher Kioske in Ladenlokalen gibt es allein in der direkten Aachener Innenstadt. Die Besitzer fühlen sich benachteiligt, haben einen Verein gegründet und mehr als 10.000 Unterschriften gegen das Öffnungsverbot gesammelt. Vor allem, weil Geschäfte im Bahnhof und Tankstellen von dem Öffnungsverbot ausgenommen sind. Hier darf rund um die Uhr alles verkauft werden. Mit diesem Gedanken stehen die Kioskbetreiber nicht allein, zeigt unsere Umfrage in der City. Es ist für mich unglaublich, dass es so sein könnte. Ja? Ich bin ein Flamen, ich bin nicht von Aachen. Ja. Aber ja, warum, das ist so attraktiv, alles ist so angenehm, muss sich das denn ändern? Gleichheitsgesetz ist dann wieder nicht beachtet, wie oft so auch. Ne? Ich höre das jetzt auch das erste Mal, aber wenn, dann ist es ungerecht. Doch beim Ordnungsamt geht es nicht um Existenzen, sondern um Gesetze. Hier gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Es ist eine schwierige und vielleicht auch nicht ganz verantwortliche Haltung, wenn man seine Existenz auf einer gesetzwidrigen Basis aufbaut. Das ist einmal für sich selbst, für die Gemeinschaft insgesamt und aber auch vielleicht für die eigene Familie schon ziemlich verantwortungslos. Die Kioskbesitzer wollen notfalls vor Gericht ziehen, um immer offen zu haben. Knapp 100 Kilometer entfernt im Ruhrgebiet käme niemand auf die Idee, den unzähligen Bütchen ihre Öffnungszeiten vorzuschreiben.